Wolf schlugen. Von oben und unten. Von links und von rechts. Das Leben hier kann steinig sein oder nass und aber immer irgendwie sorglos. Und manchmal kann man echt abhängen. Warum ich hier hänge? Das ist eine längere Geschichte. Aber ich fange jetzt einmal ganz von vorne an. Das Leben spüren, wenn es sein muss, jedes Stein lebt. Das ist die gangbare Welt des Wolfsschlüger Peter Rieger. Bei jedem Schuss wanderte er so schon nach Italien. Das kommt von einer splinigen Idee. Versuche, zum Beispiel über die Alpen zu gehen barfuß. Aha. Ob sie Fußsohlen überhaupt aushalten. Und dann habe ich es gemacht und war erstaunt, was die Natur alles hergibt an Festigkeit an den Fußsohlen. Und wenn es mal wehtut, dann sage ich einfach, was wehtut, ist nur der Schmerz, kaputt geht, nichts da unten. Ein reiner Naturbursche, keine Zeit zu bluten. Ich möchte jetzt einmal geschwind bitte das Füßle sehen. Zeig's mir einmal. Das ist ja Wahnsinn. Also jetzt ist halt einfach ein bisschen dreckig, aber das ist richtig hart hier. Mhm. Ja, und Elefantenhaut. Ja? Ja. Unter Barfußläufern sagt man du, also nicht wundern. Warum laufst du über die Alpen? Weil es auch was Besonderes ist und weil es natürlich auch nicht jeder macht. Würde jeder drüber gehen, dann würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Aha. Ich muss nicht in Meran ankommen, sondern da bin ich fertig mit Laufen. Aber täglich die Aufgabe, den Weg hinter mich zu bringen, das ist das Schöne dran. Seit 43 Jahren lebt der gebürtige Stuttgarter in Wolfschlugen. Und kein Geld der Welt brächte den Barfußläufer in die Stadt zurück. Was macht jetzt das Lebensgefühl hier in Wolfschlugen aus? Wolfschlugen hat halt doch nur einen ländlichen Charakter. Mhm. Und wir wohnen da ganz am Ortsrand. Da ist es so ruhig, dass man nachts sogar der eigene Puls im Ohr hört. Mhm. Dem 75-jährigen Ideengeber ist es eine Ehre, mit Jung und Alt tolle Aktionen zu starten. Hier bemalt der Ruheständler mit Grundschülern den Schulhof, damit die Pausen zum Erlebnis werden. Der gelernte Telefontechniker erklärt, singt, bastelt und tüftelt mit Halbwolfschlugen. Und will auch manchmal hoch hinaus. Als Gleitschirmfluglehrer ist Peter Rieger seit Jahrzehnten bekannt. Manchmal seilt er sich aber auch einfach nur ab. Oder andere. Du, wir seilen hier vom Kirchturm ab. Und der Grund ist der, weil ich seit 1964 selber klettere und Spaß dran habe. Und ich denke, die Freude muss andere auch zuteil werden lassen. Da brauchst du ja Mut wie die Sau. Ja, schon, aber nach den ersten 2 Metern geht's dann und dann macht es auch richtig Spaß. Ehrlich? Mhm. Traust du mir es auch zu? Ja. Ja? Ja. Aber erst traut sich Fabian. So, geschafft. Mhm. Jetzt ja, macht's dann Spaß. Respekt. Also. Okay. Dann halt auch ich. Entlang, oder? Ja. Okay. Interessant. Zur Freude vom Barfußkletterer mache ich mit. Eine echt tolle Aktion. Wolfschlugen zwischen Himmel und Erde zu erleben. Wer die Aufregung gut hinter sich gebracht hat, kriegt am Boden ein Feschbar. So, jetzt haben wir da ein paar Waffeln für dich. Das sind Waffeln mit dem alten Wolfschläger Ortswappe. Ist ja unglaublich. Wo am Rathaus lieber hängt, im Grundstall. Ja, da haben wir schon 2. Und die gibt's her. Und die schmeckt Fabian gleich doppelt gut. Aha. Achtung, Essen kommt. Peter Riegers ganzes Glück, wenn seine gesamte Familie zum Essen anrückt. Seit 15 Jahren kocht er täglich und freut sich, dass es allen schmeckt. Er ist Koch, Flieger, Abenteurer und Techniker. Dieser Wolfschlüger ist ein echtes Multitalent. Du bist schon so ein Besonderer. Zu mir hat er mal einer gesagt, Sie sind so herrlich unangepasst. Und das haben wir zu Herzen genommen. Und das pflege ich auch weiter so.